Servus und herzlich willkommen zu einem neuen, weiteren Highlight aus unserer M-Familie. Nicht nur, dass wir das M8 Competition Coupé heute da haben, nein, wir haben ganz exklusiv das M8 Grand Coupé Competition in der First Edition hier. Ab Produktion 3/2020 hat BMW für das M8 Grand Coupé eine First Edition aufgelegt. Wesentliche Alleinstellungsmerkmale der sehr exklusiven, auf 400 Stück weltweit limitierten Serie ist die Farbe Aurora Diamond Green Metallic. Diese nur für diese First Edition verfügbar. Außendesign-Elemente finden wir hier die Nierenrahmen, die seitliche Kiemen, die ihr alle kennt, die Spiegeleinfassung, die Fenstereinfassung in Goldbronze. Ebenso setzt sich natürlich fort in unserer bekannten 20 Zoll M-Felge in Jet Black, auch hier Goldbronze. Einzigartig bei diesem Fahrzeug das BMW Ionic Laserlicht in Gelb. Dies ist übernommen worden von dem M8 GTE. Die Motorsportfans unter euch wissen, was für ein Fahrzeug das ist. Und wir haben exklusiv das erste Serienfahrzeug, wo das Standlicht in Gelb verbaut wird. Das Herzstück unseres M8 Grand Coupés ist natürlich wieder vorne drin. Wir haben hier den stärksten M-Power-Motor, den die M GmbH jemals in ein Serienfahrzeug eingebaut hat. Wir sprechen hier von dem V8 4,4 Liter mit sage und schreibe 625 PS, der unser viertüriges Coupé, das 5 Meter lang übrigens ist, in 3,2 Sekunden von 0 auf 100 sprinten lässt und erst bei 305 km/h aufhört. Die sportliche Eleganz geht natürlich im Fahrzeuginneren weiter, exklusiv Taruma Braun metallige Volllederausstattung. Wie hier schon geschrieben, herzlich willkommen im Innenraum des BMW M8 Grand Coupé First Edition. Wie schon erwähnt, haben wir das exklusive Vollleder, das abgesetzt wird mit einer schönen Piano-Lack-Interieurleiste und nicht zu vergessen Badge als First Edition in der Mittelkonsole. Natürlich hat unser M8 Grand Coupé nicht nur die reine Sportlichkeit zu bieten. Es geht ja viel um Sicherheit, was ein großes Thema in den Fahrzeugen ist. So haben wir erstmal mit der neuen BMW M-Reihe natürlich das Teil autonomen Fahren an Bord. Das heißt, ihr habt einen aktiven Tempomat mit Stop & Go, ihr habt einen Lenkassistent, ihr habt einen Spurverlassungsassistent. Auch hier sind wir einen großen Schritt nach vorne gegangen, damit der Fahrspaß mehr als garantiert ist. Die Steuerung des M8 erfolgt hier über unser bekannten iDrive. Zusätzlich zu dem normalen Serienfahrzeug, in dem das 8er Grand Coupé ja auch verfügbar ist, habe ich hier die Einheit, die Steuerzentrale, wo ihr einfach verschiedene Fahrstufen einstellen können. Ihr habt die Road, wie erwähnt, alle Fahrsysteme an ist. Ich habe die Kennzeichnung Sport. Fahrassistenzsysteme sind inaktiv. Das heißt, ich kann ja nicht sagen, ich fahre jetzt mal 300 km/h und mein aktiver Tempomat ist mit an. Wir haben die Track für die Rennstrecke. Das heißt, alle Fahrsysteme sind ausgeschaltet, also Fahrassistenzsysteme. Und der iDrive ist natürlich im Ruhemodus, dass hier alles schön dunkel ist, um sich zu konzentrieren auf das Ganze. Weiter geht's am Lenkrad mit unseren
M-Drive-Modus. Das heißt, ihr habt hier zwei Tasten am Lenkrad. Wir haben schon einige M-Fahrzeuge euch gezeigt, wo ihr verschiedene Fahrmodus einprogrammieren könnt. Das heißt, ich habe zwar auch hier meine Schaltzentrale, ich kann hier den M-Track einstellen. Das heißt, ich habe verschiedene Fahrebenen. Bin ich auf der Straße? Bin ich auf der Rennstrecke? Will ich ein bisschen sportlicher fahren? Ich habe mein M-Setup. Das heißt, Motorleistung, Dämpferkomfort, Lenkungskomfort. Ihr könnt hier euren Fahrmodus dementsprechend einspeichern. Neu hier ist, ich kann die Bremse verstellen. Ist die Bremse auf Komfort? Ist die Bremse auf Sport? Das heißt, ihr fahrt ein bisschen schneller, ihr fahrt sehr sportlich, dementsprechend früher beißt auch die Bremse. Wir haben hier unsere M-Bremse ab Werk mit verbaut. Natürlich gibt es auch in jedem Fahrzeug in dieser Klasse M8 Gros Coupé, M8 Coupé, M8 Cabriolet, auch die M-Carbon-Bremsanlage. Wie auch die anderen Derbydate der M8-Familie hat auch unser M8 Gros Coupé First Edition den MX-Drive an Bord. Das heißt, wir haben hier einen Allrad. Ihr könnt natürlich auch den Allrad auf 4WD Sport stellen. Das heißt, das Fahrzeug hat einen größeren Bremsbereich. Ich kann das Fahrzeug ein bisschen anstellen, man kann ein bisschen quer fahren. Und ich kann natürlich auch den MX-Drive komplett ausschalten. Dies aber eigentlich nur für die Rennstrecke vorgesehen ist, da hier jegliche Assistenzsysteme, also ESP, komplett aus ist. Das heißt, ihr habt die 625 PS nackig auf der Hinterachse. Was gehört zur Serienausstattung einer First Edition? Ich erwarte ja immer was Besonderes. Das Besondere haben wir ja gesehen, ist ja die Außenfarbe. Die Außenfarbe ist momentan von der BMW AG nur für dieses Fahrzeug erhältlich. Das heißt, ich kann es nicht auf einen Dreier oder was auch immer. Will ich eine First Edition, möchte ich was Besonderes haben. Wir haben ein exklusives Leder innen drin, wie schon erwähnt. Wir haben das Badge hier auf der Mittelkonsole. Aber wir haben auch sehr viele Sachen Serie, wo im normalen M8 Gros Coupé noch Aufpreis kosten. Wir haben hier natürlich neben unserem Ambit Light, wo viele BMWs haben, auch ganz exklusiv das Bowers & Wilkinson Soundpaket im Fahrzeug mit dabei. Das heißt, wir haben hier 1400 Watt, wo einfach mal hier aus dem Auto rauskommen und mit 16 Lautsprechern. Auch dieses gehört zum Serienumfang der First Edition. Es geht weiter mit einem edlen Alcantara-Dachhimmel. Auch hinten hat unser Gros Coupé, egal jetzt ob als 8er, M8, natürlich einiges zu bieten. Mit seiner 5,10 Meter Länge hat das Fahrzeug auch einen sehr großen Komfort. Es ist unser größtes Coupé hier als viertürige Version. Wir sitzen hier sehr komfortabel. Ich habe meine Klimaanlage steuern, ich habe meine Sitzheizung im Fahrzeug. Auch ich mit meiner kleinen 1,80 Meter habe auch noch einiges an Platz hier am Fahrzeug, was ich auch möchte mit so einem Fahrzeug, da ja vielleicht auch mal jemand sich chauffieren lässt mit dem Auto. Voller Komfort ist gesorgt mit Mittelarmlehne und so kann die Reise auch als Vorpassagier in einem M8 Gros Coupé mehr als angenehm werden. Großen Hoffnung, dass ihr alle gesund bleibt, was das Allerwichtigste ist, hoffen wir auch bald wieder, dass man das Auto auch mal zum Urlaub ausführen darf. Auch hier seht ihr einigen Platz vorhanden, so dass zum nächsten Urlaub nichts entgegensteht. Bleibt gesund, wie gesagt, das Allerwichtigste. Wir hoffen einfach mit ein bisschen Emotionen einfach ein bisschen die Laune zu steigen. Wir haben geöffnet, kommt vorbei, wir haben alles da. Und genießt einfach noch die letzten Bilder, was wir machen vom Fahrzeug. Exklusiv noch mit dem M8 Coupé, das wir euch nochmal separat vorstellen. Ach, mit der Technik mehr eingehen. Hier geht es wirklich nur darum, euch die First Edition zu zeigen. Und das Allerschönste daran ist, wir haben einen da. Es gibt 44 Stück in Deutschland. Und das Fahrzeug fährt auch wieder in seine Heimat mit dem glücklichen Kunden, nämlich direkt nach München. Auch hier unserem Kunden. Viel, viel Spaß mit der First Edition. Servus, bleibt gesund.